herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, Video Nummer 300 und es ist der Macallan 18 Jahre Sherry Oak. Ich freue mich tierisch, diesen Whisky wieder probieren zu dürfen. Das ist schon ein Jahr her, da hatte ich ihn das letzte Mal in Edinburgh. Habe ich ihn mir mal in der Bar bestellt und für mich ist es immer wieder eine Offenbarung, ein älterer Macallan in Sherryfässern. Ja, ich habe jetzt hier den Jahrgang 1995 destilliert und abgefüllt, natürlich dann mit 18 Jahren 2013 abgefüllt mit 43 Volumenprozenten. Kein Farbstoff, meines Wissens nach werden sie kühl gefiltert. Die ganz alten glaube ich nicht, aber die neueren werden kühl gefiltert. Kann aber sein, dass ich mich da irre. 43 Volumenprozente. Und Macallan produziert an die 6 Millionen Liter im Jahr, gehört seit 1999 der Edrington Group. Preis für diesen hier 250 Euro aufwärts. Also wenn man den, glaube ich, für 250 kriegt, dann ist es gut. Meistens zahlt man dann doch noch ein bisschen mehr. Es kommen auch neue Jahrgänge immer wieder mal raus. Nach Deutschland kommt da eigentlich so gut wie gar nichts. Und wenn dann zu horrenden Preisen, ich glaube sogar 300 plus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so um diese... So ungefähr in diesem Preisrahmen liegen die. Also Spaß macht es nicht mehr, ne? Deswegen freue ich mich, dass ich meine Flasche nicht aufmachen muss. Und Carsten, mein Kollege aus Bremen, hat mir hier 10 cl abgedrückt. Somit kann ich den hier gleich wunderbar probieren. Upsala. Macallan bekannt mit diesem Hologramm hier. Seit 2010 oder 2011 haben sie diese Hologramme, weil Macallan Whiskys ja doch gerne gefälscht werden. Ja, die werden einfach mal wieder befüllt. So, das Besondere noch an diesem hier ist, dass hier 50 Fässer in einer Charge zusammen vermehlt werden. Die werden vorher erst verrochen und dann werden sie zusammen vermehlt. Die Sherryfässer kommen aus der Pyrenäenregion, spanische Sherryfässer aus Eichenholz. Das ist auch typisch für Macallan, die benutzen die eigentlich so gut wie. Es gibt natürlich noch diese Fine Oak Serie, hat aber nichts mit diesen klassischen Sherry Macallan Whiskys zu tun. Viele wurden ja auch eingestampft und dann kam diese 1824er Serie raus. Ich hatte da mal, glaube ich, den Ember und... Ich glaube, den Gold oder so, oder wie die hießen. Boah, das war mir ja nichts. Ne? Da hatte nichts mit Macallan zu tun, in meinen Augen. Also sowas von langweilige Whiskys. Es gab dann noch den Sienna Ruby, die sollen schon besser gewesen sein. Habe ich leider nicht probieren dürfen. Ja, wohin die Reise geht bei Macallan, keine Ahnung. Die Preise steigen und steigen. So ein 12-jähriger Sherry Oak sollte vom Markt verschwinden, war zeitlang bei 100 Euro, ist natürlich wieder gefallen. Man kriegt ihn teilweise für etwas über 60, 70 Euro. Tja, so kann es natürlich auch gehen. Aber das meiste geht nach Asien. Wir kriegen hier nichts ab. Dort sind diese Whiskys begehrt. Vor allem diese Sherry und weichen Whiskys. Da stehen die Asiaten ja total drauf, so wie deren Whisky selbst ja natürlich auch. Ja, Macallan stellte früher Whiskys hauptsächlich für die Blendindustrie her. Ganz bekannt ist da zum Beispiel der Famous Grouse. Und 1960 erschien der Macallan Whisky nur in der Speyside zum ersten Mal als Single Malt. Erst 1980 war das dann so weit, dass man im größeren Rahmen den Single Malt produzierte und landesweit in Großbritannien verkaufte und irgendwann schwappte das Ganze dann auch über zu uns. Ja, alte Macallan-Flaschen, vor allem diese Jahrgangsflaschen, das geht ja runter bis in die 30er Jahre. Ja, da kann man Jahresgehälter ausgeben für. So ist es. Macallan auch bekannt für seine Paxarett-Zeit. Ja, Paxarette. Ganz interessante Geschichte. Da habe ich letztens auf meiner Facebook-Seite Whisky Gold, könnt ihr gerne mal draufschauen, einen Bericht dazu gepostet. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen belesen. Ganz interessante Geschichte. Macallan war da ja auch so ein bisschen in Verruf gekommen deswegen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten könnt ihr es ja auch googeln. Findet ihr bestimmt noch andere schöne Berichte dazu. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Fine Oak. Der Fine Oak kommt in dieser... Ja, in so einer bläulichen Packung. Und dieser kommt in dieser lila Verpackung. So schaut's aus.
Ja, ist eine der ältesten Brennereien auch in Schottland, früher auch viel schwarz gebrannt. Und seit 1824 dann halt legal. Ja, hier dieses Häuschen noch so eingraviert. Das ist ein Kellenhaus. Okay, ich würde sagen, wir verriechen den guten Mai. Stinkt hier schon. Nein, stinkt nicht auch. Riecht großartig. Ich mag das. Ja, eine tiefe Bronze-Bernsteinfarbe. Tiefes Kupfer. Kupfergold. Ja, und viele sind ja bei McKellen so, ne, McKellen, alles Mist, ne, gibt bessere Whiskys und hier und da und das. Ja, gibt es. Mit Sicherheit gibt es bessere. Und mit Sicherheit gibt es weniger gute. Und mit Sicherheit gibt es auch schlechte McKellens. Boah, schlecht ist immer so ein negatives Wort, ne? Oder McKellens, die, ja, wie soll ich sagen, die mit McKellen nicht viel zu tun haben. So wie dieser Amber oder wie der hieß, oder Gold oder sowas. Der Fine Oak, der 12er Fine Oak ist auch, trifft nicht meinen Nerv, hat für mich mit McKellen wenig zu tun. Ein Volumen kommt daher, voll im Glas, voll in der Nase. Schwere Süße, schwere reife Trockenfrüchte. Zimt und Vanille, Würzigkeit kommt daher. Rosinen, richtig saftige, reife Rosinen. Und Sherry, Sherry, Sherry. Das ist Sherry Whisky, das ist Sherry Whisky. Schön, einfach schön. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so gut er auch ist, klar, 300 Euro ist einfach zu viel Geld, ja. Es ist, da kriegt man auch andere schöne Sachen für. Aber er ist besonders. Ich sag mal, meine Schmerzgrenze wäre vielleicht 150, 200 vielleicht. Trotzdem sollte man ihn probiert haben, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, weil es ist ein verdammt guter Sherry Whisky. Und die Jahrgänge unterscheiden sich wenig. Gut, wenn ich jetzt einen von 1985 oder von 1975 nehme, die werden dann nochmal ganz anders sein. Aber wenn jetzt hier ein 95er, 96er, 97er hat, die werden sehr ähnlich sein. Okay, zum Wohl auf euch. Vielen Dank für die ganze Zeit, für die Unterstützung. 300. Video, ich mache weiter. Weich, voll, süß, Sherry, Orangen, Trockenfrucht, Zartbitterschokolade, Feigen, Datteln so ein bisschen. Und man merkt so ganz leicht die Eichenfässer. Eine ganz minimale kleine Würzigkeit. Er ist cremig am Anfang, jetzt aber so im Nachklang, so wird er immer trockener. So peu à peu. Leicht herb wird er. Der Abgang ist gar nicht riesenlang oder so. Ich würde eher sagen medium. Aber er hat so eine schöne, volle,
sanfte, cremige. Ja, einfach einen schönen Körper. Verkörpert halt so dieses wirklich Oldschool Sherry. Das ist, was Michel Couvreur ja auch so toll hinkriegt. Dass er Whiskys wieder macht, so in diesem Stile. Und diese 43 Volumenprozente, die sind absolut in Ordnung. Das Einzige, womit der Whisky vielleicht leicht überlagert ist, wer mit viel Sherry nicht klarkommt, dann ist es das. Und diese leichte bis mäßige Trockenheit zum Schluss. Aber ich finde ihn schön. Süß, prickelt auf der Zunge so ein bisschen. Diese Würze vom Eichenfass. Voll, cremig, gewaltig. Er ist ja auch keine richtige Sherry-Bombe. Also es ist ja schwer, so ihn zu greifen. Es ist viel Sherry da, aber er ist so ausgewogen. Ja. Ein super Whisky. Super Whisky. Leider zu teuer. Leider einfach zu teuer. Absolute Sammlerflaschen. Ansonsten kann man gerne ein Drittel des Geldes ausgeben für gute Sherry Whiskys, die auch super sind. Es ist einfach so. Aber wenn ihr was von dem bekommt, zum Probieren, probiert ihn. Es lohnt sich. Es ist ein schöner Malt. Ein sehr, sehr schöner Malt. Gut, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei 301. Macht's gut. Ciao.